Was geht ab, ihr Party People? So, wir haben ein neues Spiel und zwar, das heißt Dead by Daylight. Es ist jetzt noch zurzeit in der Beta. Ab Montag kommt es offiziell raus. Ich habe mir jetzt mal das Spiel geholt und wollte es euch einfach mal vorstellen und schauen, was es eigentlich so einem bietet. Und ich weiß aber nicht, ob es das Spiel Freitag der 13. ist, nur unter einem anderen Namen jetzt, weil sie nicht benutzen durften den Namen, oder ob es wirklich noch ein eigenständiges Spiel ist. Wie gesagt, da habe ich keine Ahnung. Ich würde sagen, wir machen einfach direkt mal ein schnelles Spiel, starten einfach und schauen uns, was uns erwartet. Bei meiner ersten Aufnahme ist ein bisschen was schief gelaufen, leider. Ja, da habe ich irgendwann aus Versehen auf einen falschen Bildschirm geswappt und, ja, da hatte ich halt... Ah, wir sind Überlebende, so wie es aussieht. Und der... Das hier ist ganz cool gemacht, denn der Schrägstrich heißt, das ist der Kranke. Und die anderen Striche, die gerade, das sind die Spieler. Und wir haben sogar direkt ein Spiel gefunden. Gestern hat das einige Zeit gedauert. Und ich habe dann halt auch auf einen Blackscreen geschaltet irgendwie. Keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Auf jeden Fall habe ich die Aufnahme fast aufgenommen komplett. Bis ich gemerkt habe, dann... Tja, da war kein Bild mehr da. Der Ladescreen ist recht lang. Die Aufgabe. Ja, was ist die Aufgabe? Ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt eine Runde erst nur gespielt. Vorher hatte ich keine Zeit. Den Schlechter habe ich gespielt und der sieht echt abgefuckt creepy aus. Aber es ist auch wirklich, wenn du der Schlechter bist, bist du so quasi, du musst von nichts Schiss haben. Das ist einfach geil, weil du weißt, du kannst nicht der Gejagte sein. Du bist der Jäger und das finde ich ein richtig krasses Gefühl. Und das ist unser Held, unser kleiner armer Schlucker. Und wir müssen Generatoren anschmeißen, wenn wir 4 Stück angeschmissen haben. Können wir raus aus, dann können wir so einen Generator anschalten und dadurch eine Tür dann abhauen ins Freie. So, ich habe jetzt so eine Kiste. Ah, und hier ist auch direkt schon so ein... Wenn wir das jetzt nicht getroffen hätten, dann hätten wir jetzt so einen Knall verursacht und das hätte den Psycho alarmiert. Und jetzt müssen wir gleich, weil dann gehen Lampen an und dann müssen wir auch ganz schnell weg. Und wenn wir laufen, kann er unsere Spuren sehen. Lauf, Junge, lauf! Nein, Leute, wir sind auch noch als erstes dran. Nimm den anderen, genau. Mann, der hängt voll an mir, Leute. Oh nein, er hat mich. Schleich. Nein, er hat mich. Nein. Du Schwein. Nein, er hängt mich auf. Nein, wie er mich zuerst tötet. Nein, komm, ich kann nicht als erstes abnippeln, das wäre doch scheiße, Leute. Komm schon, das packst du. Oh, jetzt muss ich so lang drücken. Oh mein Gott, das Ding ist fast in mir. Nein. Warte, schalt das aus, bitte, Leute, helft mir. Boah, das ist so creepy, Leute, das ist so creepy, das Spiel. Sorry, wenn ich hier ein bisschen laut bin. Aber das ist so creepy. Komm, ich drücke wie ein Irrer, um mich zu deffen. Oh, was meint der? Nein, nein! Nein! Leute, für mich war es das. Ich habe wenigstens einen Generator gepackt.
Und jetzt werde ich in die Dunkelheit des Grauens geschleppt. Und das war's für mich. Spielergebnis geopfert. 2 Stück sind schon geopfert. Oder war ich der Letzte sogar? Oh, ihr seht, wir haben sehr wenig Punkte nur bekommen. Wie viele bekommen wir jetzt? Ah, okay. Okay, ist gar nicht mal so wenig eigentlich. Aber ich habe am meisten... Oh, krass, ich habe... Okay, ich war sogar Erster. Mit am meisten Punkten, auch wenn ich draufgegangen bin. Upgrades. Ja, dann lasst uns doch mal schauen, die Upgrades so lang. Weil ich glaube, wenn wir tot sind, können wir auch die Gruppe liefern. Level 1. Klicke zum Fortfahren. Das Blutnetz. Dein Verstand hat sich dem Blutnetz geöffnet. Letzte Nacht bin ich aus dem Nebel zurückgekehrt und fand mich in einer ruhigen Ecke wieder, wo das Monster nirgendwo zu sehen war. Ich harrte auf zu rennen und war sofort von einer seltsamen Ruhe erfüllt. Ich legte mich nahe des Lagerfeuers nieder und schloss seit einer gefühlten Ewigkeit endlich wieder meine Augen. Nach einigen langen, tiefen Atemzügen fiel ich in etwas, das ich zunächst für eine Dunkelheit aus traumlosem Schlaf hielt. Doch dann sah ich es. Das Blutnetz. Ein Bereich zwischen Realität und Abstraktion. Es gibt keinen Schlaf hier und nur Qual. Selbst mein eigener Verstand wird benutzt und dem Willen des Intitus unterworfen. Benedict Breakers Journal, November 1896. Ja, irgendwie die Üs und Äs und so. Ja. Ah, zurzeit gibt es noch nicht sehr viel, was man so ausrüsten könnte. Wir haben 16.000 Blut. Lol. Da kann ich ja schon fast alles mit aus. Bindet eine unbekannte Belohnung. Breitlinse. Eine dünne, breite Linse im perfekten Zustand. Entwickelt zur Streuung des Taschenlampenlichts. Ich wusste nicht mal, dass wir eine Taschenlampe überhaupt besitzen. Aber unter Reduzierung der Effektivreichweite. Erweitert leicht den Taschenlampenstrahl. Verringert leicht den Reichweite des Taschenlampenlichts. Okay. Okay. Macmillan. Erhöht leicht die Chance, zum Macmillan-Anwesen geschickt zu werden, wenn es verbrannt wird. Okay. Das ist gut. Sehr schön. Und... The Sunflash Flasche can be used to light your way in the darkness. Ach so, ich kann 5 Sekunden lang Licht verwenden in der Dunkelheit. Und wir haben so viele Punkte, aber ich würde sagen, ich nehme erstmal das Zusatzding. Einfacher Verstärkedraht. Dann haben wir hier Widerstandsfähigkeit. Du bist motiviert in ernsten Situationen. Gewährt 3% zusätzliche Geschwindigkeit für Reparaturen, Sabotage, Heilungen suchen, wenn du verletzt bist. Das ist nice, das werden wir auf jeden Fall nehmen. Und... Okay, Gelkompressen. Genutzt, um starke eine Wunden zu verarzten. Das ist nice. Ach, wisst ihr was? Wir kaufen einfach. Komm, wir kaufen uns jetzt komplett 1 Grad. Level 2. Klicke zum Fortfahren. Ach so, das ist so ein Level-System. Wenn wir davon alles haben, dann geht's weiter. Ach, ist das cool. Okay, Leute. Unvorhersehbarkeit. Jedes Level des Blutnetzes ist Verfahrensabhängigkeit angelegt. Bedenke, dass diese unübersichtliche Karte ist und der Inhalt unvorhersehbar. Aha, ich kehre so oft. Es geht an diesen Ort, den ich das Blutnetz nenne, zurück. Ich habe den Eindruck, dass ich langsam mehr Kontrolle darüber gewinne. Ich kann fokussieren und in tiefen Ebenen vordringen. Hier ist eine gut gemeinte Warnung für jeden, der versuchen will, meinem Beispiel zu folgen. Sei auf der Hut. Denn das Blutnetz ist unvorhersehbar. Und es hindert sich ständig. Benedict Breakers Journal 1800. Boah, warum immer 1900? 1886, verdammte Scheiße. So, und hier geht's weiter direkt. Das ist richtig cool. So, die Punkte schaffen wir aber nicht. Wir haben nur noch 4000. Und denkt dran, die Punkte... machen wir uns auch mit dem Schlechter, glaube ich, zu schaffen. Also müsste ich mal gucken. Mal sehen. Ein Lederband für besseren Griff um die Taschenlampe gewickelt. Komme ich da auch hin? Ja. Ach ja, das ist wieder die Taschenlampe. Leichtes Glückverstärkung. Das nehmen wir einfach mal. Ein bisschen mehr Glück ist immer super. Unbekanntes Objekt. Da kriegen wir eine Grippzange. Nice.
Und da können wir leider nichts mehr holen. Alles klar, trete einer Lobby bei, würde ich sagen. Ausstattung. Nee, wir müssen erstmal unsere Ausstattung jetzt wählen. Wir sind... Ach, wir haben sogar damit auch noch verschiedene Level. Das heißt, wenn wir den jetzt haben, haben wir wieder, fangen wir bei 0 an. Aha, den haben wir jetzt auf Level 2. Den können wir noch ein bisschen was anpassen. So, passen wir uns den mal ein bisschen was an. Dann nehmen wir hier rein verstärkt Glück. Dann Gegenstand, nehmen wir die Taschenlampe mit. Sehr schön. Und Add-ons, dann nehmen wir zum Rep. Ach so. So, und Perks haben wir. Die eiserne Solaris, so. Blutnetz. Ja, ist das Blutnetz, was wir gerade haben. Sehr schön. Den Psycho können wir auch mal nachschauen, genau. Blutpunkte 100%. Ihr seht, so sieht der Psycho aus. Dann habe ich euch den jetzt auch schon mal gezeigt. Ich spiele noch jetzt auf jeden Fall noch eine Runde, bevor ich ausmache. So, mal sehen. So sieht der aus. Das ist so creepy, ne? Das ist so gruselig irgendwie. Ich weiß auch. Das ist echt hammerhart. Perks haben wir noch keinen, weil wir noch nicht fertig sind. Blutnetz ist klar. Alles klar. Und wir treten einfach mal in einer Lobby bei. Und warten. Ich bin mal gespannt, wie lange das jetzt dauert. Oh. Yeah. Der Psycho ist schon bereit für uns. Ich schwöre euch, den Psycho zu spielen ist so krass, weil ihr habt einfach wirklich keinen erschreckenden Moment. Ihr habt einfach nur, ihr sucht wie die Blöden, sucht ihr die, tötet sie, hängt sie auf und lasst sie da krepieren. Und wenn er euch erstmal im Sack hat, wie mich in der ersten Runde, habt ihr ja gesehen, das war ja schon krass. So, jetzt hoffe ich mal, die schreiben mal Go. Und ja, der erste lief direkt wieder. Warum lief man immer eine Gruppe? Will man zusammenspielen oder warum liefen die immer? Ich verstehe das nie. Sehr gut, zwei sind bereit, drei sind bereit. Ah, einer lief wieder. Überlebender Rang 20. Wahrscheinlich ist das Ranked-System. Wird dann auch noch kommen. Ist natürlich echt geil. Und das Spiel ist für die Beta. Also, dass es jetzt fertig rauskommt, ich weiß nicht. Vielleicht sind ein paar Sachen noch ein bisschen... unfertig vielleicht, würde ich sagen, aber für die Beta oder jetzt zur Zeit reicht es eigentlich, was man bekommt. Das Spiel kostet, glaube ich, 20 Euro. Ich glaube, 20 Euro oder 15 Euro kostet das Spiel. Ist dafür ganz okay. Wir spielen es jetzt einfach mal ein paar Ründchen und schauen mal, ob uns das Spiel auch weiterhin fesselt oder nur für die ersten kurzen Momente. Aber wenn man halt der Gejagte ist das schon echt ein krasses Gefühl, wenn der auf einmal hinter einem ist mit so einem roten Leuchten, ey, boah, da geht euch die Kimmer weg, ey. Und es geht los, Leute, endlich. Aha. Kreidebeutel. Cooler Screen auf jeden Fall, sehr cooler Screen. Das ist eigentlich auch ganz cool gemacht mit den Einschusslöchern und Blut verzerrt oder so. Ist eine geile Idee. Der Ladescreen war vorhin recht okay. So eine Minute, denke ich, Masse Ladescreen. Grob geschätzt. Also die erste Runde hat Spaß gemacht. Blöd, dass ich leider als erstes gestorben bin, Leute. Aber ich habe wenigstens noch geschafft, einen Generator anzumachen. Oh, ich bin direkt an so einem Baum. Und ich weiß halt leider nie... Linke Taste ist dann... Ah, das ist hinhocken. Okay, gut, jetzt wissen wir das schon mal. Wenn wir so ein Pochen hören, dann wissen wir, der ist in der Nähe. Wo ist der Generator? Hm.
Er war gerade in der Nähe. Ihr habt vielleicht das Pochen gehört. Problem ist, werden uns nicht eigentlich die Generatoren angezeigt? Nee, ne? Okay. Hier ist keiner, Leute. Ich denke mal, wir können wieder raus. Boah, Leute, Leute, das Pochen ist so hart. Dies. Gut, ich habe es jetzt scheiße nachgemacht, aber ihr wisst, was ich meine. Komisch, ich bin rausgegangen, ich höre es pochen, ich gehe rein, das ist weg. Da hinten läuft einer rum. Steht der direkt neben mir oder was ist los hier? Ich gehe raus und es ist so laut am Pochen. Ich weiß dann nie, ob ich das dann bin gleich, weil ich habe keinen Bock schon wieder der Erste zu sein, der hier am Abnippeln ist. Aber wenn hier einer verletzt wird. Er ist in der Nähe. Oh, er darf noch nicht die Tür aufmachen. Da geht der Psycho direkt hin. Er hat einen verletzt. Ich kann raus. Ich kann jetzt abhauen. Da ist diese Tür, wo wir später raus müssen. Da ist so ein Generator. Oder? Nee. Da hilft mir einer. Das hat er nämlich bestimmt gehört. Wo ist denn hier der nächste? Ich hoffe, ihr könnt das alles gut erkennen, weil das ist sehr, sehr dunkel, das Spiel. Aber das soll ja auch so einen Eindruck machen. Da läuft schon ein Generator, da humpelt einer. Und der rennt irgendwie in Richtung zu mir. Okay, da hat er einen. Ich versuche den zu retten, Leute, aber. Oh mein Gott, ich wollte ihn retten. Und habe mich jetzt selbst gefickt dadurch. Wir können da hinten hin.
Warum hielt der mich? Ja, Leute, wir haben es geschafft. Wir sind entkommen. Ich meine, dass der mich jetzt noch geheilt hat, war zwar sehr nett, aber es war schon ein bisschen so... Oh. Wir haben es geschafft. 3 Stück sind rausgekommen. Der Typ Psycho hat keinen bekommen. Wir haben 9600 Fortschritt verfügbar. Blick hier zum Blablabla. Ich bin leider nur Dritter. Ich habe sehr wenig getan. Na gut, okay, ich habe mitgeholfen an einem Generator, aber leider nicht viel. Dann habe ich einen noch befreit. Das war schon extrem geil. So, natürlich mit meinem Charakter. Und zwar geht's jetzt weiter. 9000, 3, 4, 5. Jo, 3, 6, 9. Jo, passt. Wir sind jetzt Stufe 3, Leute. Level 3. Ah, diesmal ohne einen Text. Was haben wir denn diesmal? Werkzeugkiste wieder. Okay, das ist nice. Oh, frischer Fuchsschwanz. 100% Blut. Okay. Gummihandschuhe. Und ein neuer Perk. Breitlinse. Mal sehen, wie viel Zeit haben wir denn eigentlich noch? Oder soll ich hier erstmal aufhören und dann eine nächste Folge wieder starten? Gute Frage. Mal sehen. Seit wie viel Uhr spiele ich denn jetzt? Ich glaube, 20 Minuten sind es mindestens schon, ne? So, passt auf, Leute. Ich würde sagen, ich mache hier einfach mal einen Cut. Wir haben jetzt den ersten Eindruck bekommen vom Spiel. Richtig geil. Vielleicht kriegen wir sogar noch den Psycho zum Spielen, dass wir mal da einen Eindruck bekommen. Und ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Abonniert den Kanal doch. Ist kostenlos. Würde mir auch sehr viel bedeuten und auch sehr viel weiterhelfen, da ich dann weiß, dass es euch gefällt. Wie gesagt, seid so nett und drückt einfach auf den Button, das wäre super. Bis dahin, haut rein und schaltet wieder ein. Ciao.